Auf nach Aberdeen. Links zieht jetzt hier gleich Hürsten an uns vorbei. Unser Exploration-Schiff hier, das passt eigentlich sogar zu Aberdeen, weil das ja jetzt hier der unwirklichste Mond überhaupt ist und deswegen auch der Gefängnismond. So, vorne hatten wir ja auf Ariel und, ja genau, auf Ariel, Bedstack und Latin. Hier gibt es jetzt die Außenposten HDMS Anderson, dann HDMS Norgut. Auf. Dann habt ihr noch HDMO Dobbs NA, not available. Dann den Barton Aid Shelter. Der ist besonders interessant für den einen oder anderen, denn gleich daneben gibt's das Clasher Rehabilitation Facility, das Gefängnis in Star Citizen. Und ja, manchmal will man ja jemanden abholen und dann ist so ein Außenposten gleich daneben nicht schlecht. Der ist 15 Kilometer entfernt vom Gefängnis und ja, deswegen kann man sich da schon mal aufhalten und warten, falls der Kollege mit dem Rover da drüber fahren will. Was allerdings bei uns noch nie jemand gemacht hat, muss ich euch sagen. So, wo waren wir denn hier? Norgard? Da müsste man was kaufen können. Wir können ja mal gucken, was es bei Norgard gibt. Klingt gut. War ich ehrlich gesagt noch nie was handeln? Ich weiß nicht, hast du schon mal was dort versucht, irgendwie was zu handeln? Nein. Quantum Travel complete. Tja, und ihr seht es hier schon, apropos unwirklich. Hier sieht man jetzt nicht so viel, ist auch der Mond mit den höchsten Temperaturen. Kommt gleich nach der Sonne. Wirklich ganz schön dicke Suppe, wir fliegen mal ein bisschen schneller. Vielleicht sogar etwas tiefer. Ja, also auch wenn es hier immer warm ist, ist jetzt nicht unbedingt der Ort, wo ich mir ein Sommerhäuschen bauen würde. Aber es ist eben gut, dass es sowas auch gibt. Dunkeln ist das echt die Hölle, muss ich euch sagen. Das sieht man wirklich so gut wie gar nichts mehr. Ja, alles relativ zerklüftet. Kleine und große Steine. Haben wir schon gesehen, für Bodenfahrzeuge ist das ganz schwierig. Und naja, das erschwert so einen Ausbruch, ehrlich gesagt, noch ein bisschen mehr. Wenn jeder kleine Stein quasi der Grund dafür sein kann, dass man umkippt. Gibt nun mal keine richtigen Straßen auf dem Mond, was ja auch realistisch ist und invasiv. So, ihr seht, hier gibt es zwei Landepads. Natürlich wie immer mit Lampen direkt drumherum gebaut. Wenn man sich so ein bisschen fragt, ist denn das so gut, wenn hier jemand landen will?
Aber naja. Oh, vielleicht ein Stück weiter vor. Die Schnauze runter. Achso, warte jetzt. Ist ein bisschen gerade. Engines offline. So, leider kann man von innen nicht die Außentemperatur messen. Noch nicht. Wird es dann später bestimmt auch geben. So, der Toro steht hier noch rum. Willst du mit rausgehen oder passt du auf? Na, ich glaube, der Toro, der passt ganz angestrengt auf, indem er mit seinem Kopf auf der Tastatur liegt. Okay. Ich glaube, der Toro hat die besten Chancen hier zu überleben auf Emberdin, weil ist am dicksten angezogen. Ja, 11 Minuten wieder. Ich hatte das Landegear schon ausgefahren. Ich habe dann nochmal gedrückt und dachte mir, okay, das Landegear ist irgendwie nicht ausgefahren. Ach, ich gehe mal ein Stück zur Seite, dass hier uns nicht überrollt. Naja, gelandet ist gelandet, oder? Sagt man ja nichts. 11 Minuten, stimmt. Es sind nochmal 20 Grad wärmer als bei Ariel, ne? Da hat man so 206, 207 Grad und hier haben wir jetzt schon 226. Das ist schon krass. So, wie immer ist der Handelsaußenposten der mit dem orangenen Pillar, sag ich jetzt mal, also mit der Säule. Sieht es gar nicht mehr so gut aus mit Fußabdrücken. Oder doch, so ein bisschen bleibt es. So. Na gut, apropos Inversion. Ich weiß nicht, ob das hier inversionsbrechend ist, aber es ist auch Halloween. Also, ja. Kann schon mal passieren. Ich glaube, der Toro, der ist so ein Draußensteher. So wie gehabt, gibt es hier einen NPC. Und ich glaube, der NPC trägt sogar dasselbe T-Shirt wie auf Ariel. Ja, immer. How is it going? Yeah, it's fine. It's not like this is a really exciting job or anything. They ain't making spectrum shows about what I do. Nicht so spannend. Ja, passiert. I think you're confused. Was, wieso bin ich confused? Ich wollte bloß ein Package kriegen. Na gut, dann nicht. Den Räder da gleich. Oh, jetzt klebe ich an dem NPC fest. Goodbye, oder? Make a delivery? Was sagt er noch? Go ahead and set it down. Okay, dasselbe Satz wie drüben. Nee, ich will dann doch nichts abgeben. So, gucken wir mal an die Shopping-Konsole. Hier lässt sich auch die Hammerhead auswählen. Hat 40 Cargo. Und, was gibt's hier? Nicht so spannend für die Händler. Wieder Agrar-Supplies. Aluminium könnte man vielleicht handeln. Gold gibt's auch, ist aber nicht mehr so beliebt unter den Händlern. Und, wie gehabt, auch wieder Waste. Ich könnte mir jetzt die Hammerhead vollpacken mit 40 SCU Waste und dafür 40 SCU bezahlen. Ich habe aber Waste nicht so gerne im Schiff. Deswegen lass es vielleicht lieber draußen, oder? Ich könnte mal für euch gucken. Ja. So. Verkaufen könnte ich jetzt hier auch was, und zwar aus meinem persönlichen Inventar. Ich könnte zum Beispiel meinen Schmolz verkaufen, aber, ach nee, doch nicht, kann ich nicht, das wollen sie nicht. Wieso wollen die meinen Schmolz nicht? Die kostbarste Ware im Würs. So, und die Hammerhead ist natürlich leer. Ui. Ein paar neue Assets sollten eigentlich dazugekommen sein. Es gibt jetzt hier diese Kisten.
mit 3.11, aber sollen höchstens spezifische Items mit auf die Monde und so weiter dazugekommen sein. Ich konnte noch nicht wirklich was entdecken. Also, bis auf vielleicht diese Kisten, aber ansonsten. Tja, dann gibt es natürlich auch den obligatorischen Automaten für Kisten. Liefern und abholen. Und ansonsten nicht allzu viel, zumindest nicht im Storage Room. Da gibt es ja noch ein paar andere Räume, die dann auch Living Quarter sind und so weiter. Hier seht ihr auch, sein Mittagessen hat er gegessen. Wird also morgen wieder heiß draußen. Okay, warte mal, Penny. So, die Pad-Anzeige für die Schiffe ist ja neu dazugekommen. Auf den Außenposten funktioniert das jetzt hier noch nicht ganz. Die Pads haben wahrscheinlich keinen richtigen Namen. Deswegen kommt hier einfach uninitialized. Uninitialisiert. Ja, mein Toro. Och, nee, was gibt's denn zu weinen? Ja, ich habe auch keinen Essensladen gefunden. Keine Burritos, weit und breit. So, und hier hinten habt ihr natürlich auch wie immer das Spawning-Pad. Gibt's bei den Außenstationen, bei den größeren. Quasi, die hier Landepad haben und die Möglichkeit, ein Fahrzeug zu spawnen. Eben auch. Oh, dort hinten ist so ein Gruselbaum. Oben ist ein cooler Berg. Wir können ja probieren, einen Ausflug dahin zu machen. Aber erstmal schnell zu dem Gruselbaum. Gibt es schönere noch? Vor Höhlen und so weiter, da gibt es so große, tote Bäume. Ich weiß auch nicht, ob es hier mal irgendwann kälter gewesen ist, beziehungsweise Wasser war, weil bei 226 Grad diese Gräser hier zu sehen, ich weiß auch nicht, ob das normal ist. Aber wer weiß das schon, ich glaube, wenige von uns waren auf anderen Monden bisher. Auf alle Fälle lustig. Irgendwie so. Müssen wir jetzt die Tage mal ein Bild machen? Quasi mit unseren ganzen Gruselmasken oder so. So in der Reihe oder Richtung stelle ich mir das quasi vor. Dass dann alle natürlich hier ihre Helme haben. Zack. Ich will so ungefähr ein Foto machen. Na, du kannst dich ja mal hinter mich stellen. So ungefähr. Kommen wir noch ein Stück näher. Oder vielleicht sogar auf die andere Seite. So, ja, genau. Vielleicht so. War nicht schlecht. Die Gräser sollen übrigens noch besser werden. Die bleiben nicht so 2D. Mit den neuen Tools kommen quasi auch verbesserte Assets und auch diese Gräser werden noch deutlich besser werden. Wir haben schon was gesehen, wo wir dann richtig durchrobben können und wo die Gräser auch schön aussehen und auf unseren Körper reagieren. Ich vielleicht den Kopf noch ein bisschen, oder? So. Tja, jetzt bräuchte man eigentlich noch einen Mäusehelm, oder? Ja. Der fehlt. Mhm. Tja, der Karika hätte einen gehabt. Der sollte ja, glaube ich, keinen. Ja, schön. Müssen natürlich aufpassen, wir haben nur 7 Minuten. Puh. Könnten eigentlich nochmal ein Fahrzeug holen und versuchen hinzufahren. Ein bisschen die Steine hier angucken. Sind ja eben auch alle neu, mit dem neuen Patch 3.12, aktuellen Patch quasi. Sind ja hier die Geologien geändert worden. Ein bisschen angepasst, aber hier scheint ganz schön abgerundeter Stein zu sein. Beziehungsweise bis auf das hier. Naja,
Manchmal backt es so ein bisschen. So die Übergänge. Also was das angeht von den ganzen Steinen und so weiter, ist halt Lyria einfach ein Plus Ultra. Bisher am besten. Sag mal, Ture, du hast doch einen Mäusehelm. Ja, dann können wir doch auch nochmal ein Foto machen. Der Karika ist auch nicht da. Bin auch gerade erst wieder da. Mhm. Du hast doch keinen Mäusehelm. Okay, die Schuhe sind auch wieder nicht geputzt. Ach, Mensch. So. Der Turok geht jetzt im Haus erschlagen. Ja. Der Turok ist einfach stehen geblieben, warum auch immer. We got your back. Oh. Jetzt bin ich ein bisschen erschrocken. Zaylode Gamer. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Wie wird es ausgesprochen? Auf alle Fälle vielen lieben Dank für deinen Follow. Der gute Chris hat sich natürlich begrüßt bei uns. Cielo, würde ich mal sagen. Oh, schwer. So, dann Ursa raus. Ups. Bist du? Ach, den muss ich jetzt erstmal claimen. Den hatten wir jetzt auf Ariel zurückgelassen. Ich komme lieber mit rein. Mhm. Kommt besser. Die Cyclones war ich zwar eigentlich lieber, aber naja, bei den Umständen hier, äußeren. Ja, bisher steht auch immer dasselbe auf dem Tisch bei diesen Spawn-Orten. Immer hier ein gelbes Modell der M50. Das gelbe Modell der M50 hat auch schon mal bei der Intergalactic Aerospace Expo im Saal gehangen. Konnte man quasi sehen. Und das wäre jetzt gerade die Farbkombination für dieses Jahr eigentlich, die gelb-schwarze. Weil wir haben ja schon ein bisschen was Sneak Peek-mäßig jetzt sehen dürfen. Und auf der Webseite sieht man ja auch schon die Farben von diesem Jahr. Scheint gelb-schwarz zu sein. Dürften sich also die Russen und die Dynamo Dresden-Fans freuen. So. Sonne war too hot. Mm-hmm. It's too hot. So. PB01 haben wir unser Fahrzeug. Schauen mal. Warte mal, bis sie den Berg kommen. Oder vorher kläglich scheitern. Der Trommel nicht mit? Das ist die Frage. Steht er noch draußen? Also irgendwo war es zu heiß. Ich glaube, der Tore, der hat einen Sonnenbrand. Ich meine, hier hinten ist auch ein schöner hoher Berg. Welcher ist denn höher? Der hier drüben? Nee, das sieht mir nicht so hoch aus. Ich glaube, das hier drüben ist ein würdiger Nicht-Mountainous. Thank you. Ah, hier sieht man schon ein bisschen andere Untergründe. Auch wieder ein bisschen Schwefel am Start, wie es bei Ariel ist. Überall diese alten Wurzeln. Ich meine, wir wissen ja von Aberdeen, dass unten drunter auch irgendwie Pflanzen leben. Hier ist sogar grün am Start, wo es 200 irgendwas Grad sind. Ich weiß nicht, wie realistisch ich das finden kann, aber naja, ein bisschen Space geben. Und das kann auch natürlich ein bisschen andere Verläufe hier genommen haben, als bei uns auf der Erde.
Spuren hinterlässt der Großer jetzt nicht. Ist aber nicht so schlimm. So, die Wurzeln werden Kollision haben und aber auch die Steine. An Wurzeln, Bäumen und so weiter kann man nichts umlegen zurzeit bzw. zerstören. Das geht nicht. Mal gucken, ob das mal geht, weil auch wenn das mit den Gräsern kommt und so weiter, die wir dann bewegen können und die quasi physische Reaktion zeigen, könnte es ja möglich sein, dass wir auch was umschießen können. Oder fällen zum Beispiel. An Holzwirtschaft ist ja noch gar nicht gedacht hier. Die ganzen Miner, Steineklopfer gibt es, aber was ist denn mit dem Holz? So, ihr seht schon, so eine Exploration-Tour mit einem Rosa ist gar nicht mehr so einfach. Bei so viel kritischen Untergrund. Ist relativ zu. Ja, wäre schon praktisch, wenn man sich an der einen oder anderen Stelle den Weg freischießen könnte. Aber so passt auch. Und man sieht die Untergründe mal ein bisschen besser, wenn man hier lang fährt. Nedax, wenn die Pflanzen auf Silikonbasis basieren, wären das auch, wäre das durchaus möglich. Aber ich glaube, du meinst nicht Silikon. Nedax, du meinst, glaube ich, Silizium, oder? Also es gibt natürlich das eine oder andere, was aus Silikon besteht. Meine Silikonfugen, die sind auch immer ganz gut wichtig und haltbar. Aber ich glaube, du meinst gerade Silizium. Habe ich denn das auch mal dran geklickt, konnte mal klug scheißen. Ja, man weiß es nicht. Hat er nirgends an seine Freundin gedacht, dabei bei dem Ausspruch? Wir wollen es nicht genau wissen. Maschi, ich will endlich erkunden und Datentransport, damit ich den Explorern ihre mühsam gesammelten Daten klauen kann. Ein Datendieb. Der Maschi will also mal später mal ein Meisterspion werden. So, ein Meisterspion ist ja leider auch von uns gegangen, das Wochenende. Für viele der Beste, für, naja, andere nicht der Beste, James Bond. Aber, das darf jeder selber entscheiden. Ich finde ja Roger Moore auch immer ganz cool, aber... So, sind wir schon ganz oben? Ich habe gar keinen Überblick. Ich glaube noch nicht, oder? Ich glaube, wir müssen noch ein Stück. Das sind noch mal 100 Meter zur höchsten Stelle. Ja, wenn, dann müssen wir schon... Oh. Stimmt, eigentlich schon. Hättest nur mit C schreiben müssen. Vielleicht hat der Nerdax sich einfach nur geschrieben. Ne, meine Silikon, ach, du meinst schon Silikon. Aber kann gut sein, dass es auch verwechselt habe. Auf jeden Fall gibt es die Theorie. Ja, gibt's. Und wurde auch schon bei Star Trek und so weiter aufgegriffen, als das nämlich dann in Wissenschaftsjournalen aufgekommen ist oder solche interessanten Sachen quasi rausgekommen sind, dann haben das natürlich auch unter anderem die Schreiber von Star Trek mit einfließen lassen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Es scheint gar nicht so einfach, jetzt hier hochzugehen. Am Ende müssen wir den letzten Schritt wirklich noch laufen. Was natürlich schlimm ist, weil alles über 200 Meter laufen, das ist ja Landstreicherei. So, schwierig. Ja, hier scheint es ganz gut hochzugehen, danke. Das Gute. Ja, das Gute schafft das. Mega.
Tja, ich würde sagen, wir sind angekommen. Schöne Aussicht, würde ich jetzt ganz sagen, aber passt irgendwie auf Everdeen nicht so sehr. Allzu weit kann man nämlich nicht hier gucken. Auf jeden Fall haben wir das gute Recht zu sagen, wir können einen weiteren Berg benennen. Nicht Mount Tanis of Aberdeen. Nein, Spaß. Wir werden auf jeden Fall nochmal so ein Bergrennen machen. Das macht nämlich echt Laune. So. Ups, ich glaube, ich habe meinen Chat aus. Kann ich nicht tanzen? Ich will tanzen. Jetzt macht das. Ja, eine ruhige Gegend. Ein paar Windgeräusche hat man hier schon, aber nicht allzu viele. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob es Stürme gibt auf Aberdeen. Ich selber habe, glaube ich, noch keinen gesehen, aber man ist halt hier aus nicht allzu lange bei den Verhältnissen. Da oben strahlt die Sonne zwar, aber naja. Allzu weit kann man nicht sehen. Ich weiß nicht, ob man ins Lager zurückgucken können. Doch, das geht gerade so. Also die 2 Kilometer bis da runter können wir gucken. Und naja, doppelt so weit sind es dann ungefähr 4. Aber viel mehr sehen wir dann nicht. Ich glaube, das was bringt. Aber das bringt eigentlich immer was. So, wir können mal gucken, ob wir hier noch ein bisschen Stab aufwirbeln können. Ja, das klappt auch hier. Sah ein bisschen merkwürdig aus. Und ein Helm wäre vielleicht auch gar nicht so schlecht. Ja. Granatenlauncher sieht dann so aus. Die Waffe hört sich relativ normal an hier. Also von den Luftverhältnissen und so. Es gibt Monde, da hören sich die Waffen eben auch anders an. Die Animation scheint ziemlich gleich zu sein. So ist es ein bisschen anders, okay. Schön. Das passt ganz gut. Ja, ich weiß auch nicht. Also bisher der beste Mond, den finde ich Magda irgendwie von den höchsten Hürstenmonden. Finde ich auch. Meinst du auch, ja, ne? Klar, man muss hier schon mal gewesen sein, sich das hier angeguckt haben, aber so auf Dauer ist das kein Platz, wo man so unbedingt wieder hinkommen will. Nee, ich glaube auch nicht. Also es war wirklich ein guter Ort für das Gefängnis. Genau. Gut ausgewählt von Tescher. Ja. Schwerkraft ist hier auch, naja, ungefähr wie bei Ariel, würde ich sagen. Aber der Boden hat eben hier gerade so ein bisschen wieder verschliert. Mhm, das kommt ab und zu irgendwie noch vor. Sieht zwar echt cool aus hier unten, der Boden. Wenn ich so nah rangehe, ist natürlich Quatsch, aber so sieht es schon gut aus. Keine Fußabdrücke, weil ja fester Boden. Und wenn ich ins Sand laufe, müssten eigentlich welche sein. Haben wir hier ein sandiges Stückchen? Hier unten. Ah ne, sind auch steinig. Hier vielleicht. Ne, da hat er noch keinen Unterschied. Sieht sandig aus, aber scheint doch fest zu sein. Okay. Sieht auch so aus, als wäre hier mal was durchgeflossen. Vielleicht mal noch eine schöne Stelle suchen für irgendein Bild, aber man sieht ja nicht viel davon. Ups.
Kommst du mit zu mir vor? So. Naja, wirklich schöne Bilder gibt es hier nicht. Ist halt Aberdeen. Soll nicht schön sein. Und wird windig. Mhm. Naja, wenigstens das kriegt man noch mit. So, aber nicht so stark, dass es einen irgendwie beim Laufen beeinflusst anscheinend. Das geht noch. Gut. Passt. Irgendwelche Missionen gibt es hier drauf, glaube ich, bloß in den Caves. Und eben die Delivery-Mission, irgendwie mal was abzugeben in so einer der Kisten. In diesen Boxen, in den roten, die wir gesehen haben im Außenposten. So. Aber jetzt haben wir schon 8:45. Ich würde sagen, wir machen auch erstmal Feierabend.